Hallo Leute. Haare, top. Super. Danke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt mal gerade zwei Wheelie-Versuche gesehen. Ich bin Ewigkeiten nicht mehr die Triumph gefahren. Ewigkeiten. Der zweite war auch gerade ein bisschen wackelig. Der erste sah gar nicht so schlecht aus. Wird mal wieder Zeit. Ich habe auch richtig Bock. Meine Freundin ist heute hinter der Kamera. Ich probiere die ja auch immer noch mal vor die Linse zu bekommen. Das werde ich in diesem Video wahrscheinlich noch nicht schaffen. Aber ich habe euch ja versprochen, dass sie vielleicht mal die 401 Wittpillen fährt. Also wenn ihr jetzt mal hier fleißig in die Kommentare schreibt, dann macht sie das bestimmt, oder? Oder? Sag doch mal was. Nein. Mal gucken. Okay, ich kriege sie da auf jeden Fall noch irgendwie zu. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Wir haben auch noch was anderes später. Wobei, das mache ich auch in einem anderen Video zu verkündigen. Es gibt große, tolle News für uns beide, aber auch wahrscheinlich dann für euch. Da werde ich euch aber in einem anderen Video nochmal was dazu erzählen. Eigentlich soll es heute ein bisschen um die Triumph gehen, beziehungsweise um Triumph. Und zwar muss ich dir so sagen, ich habe mich neu verliebt. Ja, so ist das mal im Leben. Aber du behältst Bikey trotzdem. Das hätte ich behalte dich auch, ja. Alles Danke. Gut. Ja. Aber, und zwar hat Triumph heute ganz neu etwas veröffentlicht, und zwar ein neues Motorrad von Triumph. Und ihr wisst ja, ich bin ja Dreizylindern einfach, ja, ich habe da einfach eine Schwäche für. Ich finde, also der Sound ist, ich will die LKW-Fahrer jetzt hier nicht wieder wach machen, der Sound ist einfach geil. Wir werden auch gleich noch eine Runde drehen, ein bisschen Motovlog fahren. Und die haben nämlich die neue Daytona 765 veröffentlicht. Ist schon richtig geil. Sie haben erstmal nur so ein Skizzenfoto veröffentlicht. Das kann ich euch hier mal einblenden. Und irgendwie brauche ich so ein Ding. Das ganze Problem ist nur, die ist auf 765 Stück in Europa und Asien limitiert und auf 765 Stück in den USA und Kanada. Das wird schwierig. Aber ja, ich will euch noch ein bisschen was zum Bike erzählen, aber das machen wir am besten auf der Triumph. Deswegen ziehen wir uns jetzt mal wieder die Helme an und du setzt dich auch hinten drauf. Ja. Bis gleich. Darf man dich so sehen? Darf man dich so sehen? Wieso? So. Dann sieht man doch trotzdem mein Gesicht. Nee, du hast deinen Helm auf. Ich pixel das. Ich mach da so einen Bär hin. Ich erinnere dich an einen Bär. Ja. So Leute, wir sind vollzählig auf dem Triumph Street Triple Mobilo. Yes, ich hoffe diese Kamera vorne filmt irgendwie vernünftig, müssen wir mal gucken. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ist wahrscheinlich eher hier einfach mal ein kürzeres Video, aber ich wollte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und zwar, boah, schüss, das sieht nicht so aus, als wenn das festhalten würde, aber gut. Triumph bringt die neue Supersportler raus, 765. Das Verrückte ist, dass das ein Racebike sein wird mit Straßenzulassung. Ja, das sind andere Supersportler quasi ja auch. Aber diesmal, dadurch, dass die Moto2-Motoren ja von Triumph gestellt werden, also Dreizylinder sind, wird dieser Motor richtig lizenziert. Also dieses Bike ist jetzt lizenziertes MotoGP Straßenbike. Das allererste seiner Art ist von der Dorna lizenziert worden. Das sind, glaube ich, die, ich hoffe, ich sage es endlich falsch, Veranstalter, Chefs von der MotoGP. Richtig, richtig verrückt. Und ich brauche so ein Ding. Also Supersportler auf jeden Fall. Wir hatten das Thema auch schon gehabt, 600er oder 1000er. Und die 765er würde da einfach das perfekte Mittelmaß bieten. Und ich hätte so viele Ideen einfach auch, was man damit machen kann. Ich habe jetzt super gute Kontakte zum Stefan Nebel, der ja auch eine richtige Schmiede, eine richtige Superbike-Schmiede hat, wo er seine GSX-R umgebaut hat. Also man könnte da auch wieder ein richtig geiles Projekt machen. Aber das Problem ist wirklich, die Dinger sind limitiert, werden wahrscheinlich ein Heidengeld kosten. Ich werde probieren, wenn ich euren Support dahinter habe. Deswegen haut mal, habt ihr Bock auf die Daytona 765, vielleicht als neues Racebike? Es wäre auf jeden Fall einzigartig in der YouTube-Szene. Dann bitte haut das mal richtig doll in die Kommentare rein. Weil diesen Sound hier, den werden wir dann öfter genießen können. Schönen Dreizylinder-Sound. Also ich würde es mega feiern. Also wie gesagt, ich könnte das Ganze dann auch nochmal mit dem Stefan Nebel zusammen umbauen. Ich könnte das richtig als Racebike machen. Ich könnte sie aber auch parallel zur die Straße haben.
und dann wieder zurückbauen. Also das Ding wird absolut geil, wirklich. Federelemente alle neu überarbeitet, auch aus dem Rennsport übernommen. Genau dasselbe wie das Chassis. Also das Ding ist eine richtige Granate. Wird vielleicht, ich weiß es nicht, es ist noch nicht öffentlich. Wie gesagt, das ist auch alles noch die erste Release-Phase von dem Motorrad. Aber ich habe das heute Morgen gesehen in den Motorradnachrichten und ich dachte so, Digga, das ist der Shit. Ich brauche das auf jeden Fall. Und wenn ich euch dahinter habe, dann würde ich das probieren, irgendwie vielleicht für nächstes Jahr zu organisieren. Natürlich die R6 bleibt, aber ich will mit Marlon auch zusammenfahren. Und das wäre quasi wieder ein neues Videoprojekt. Viele von euch haben nicht so viel mit Triumph zu tun. Die sind ja auch nicht so in dem Supersportler-Segment jetzt gewesen wie Yamaha, Kawasaki und so weiter. Deswegen würde ich es umso nicer finden, wenn man dann doch auch mal wieder was Neues, was anderes hat, mit einem geilen Sound. Ich meine, ihr wisst es selber, ihr sagt es auch immer wieder, Lukas, wann fährst du mit der Triumph? Wir wollen den Dreizylinder-Sound. Stellt euch das vor und das auf der Rennstrecke. Ich würde nicht klarkommen. Und dann noch auf der Stadt, weil das Ding ja auch noch ein Straßenmotorrad ist. Also wirklich Wahnsinn. Ein Motor aus der Motor 2, aus einer Rennserie in einem Straßenmotorrad. Wahnsinn. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich da euer Feedback und eure Gedanken zu gesammelt habe, das mal mit zu Triumph tragen und vielleicht kriegen wir da ein richtig geiles Event hin oder ein richtig geiles Jahr hin. Mal gucken. Ich mache mir auf jeden Fall super viele Gedanken, weil das Problem an solchen Motorrädern ist einfach, die werden gekauft, die sind limitiert auf 765 Stück. Ich weiß nicht, ob es Pressebikes davon gibt. Rechts vor links, Bruder. Fahr. Geiler. Ist das ein Polo? Ehrenmann. Er bedankt sich, weil er Vorfahrt hat. Das Problem ist, die sind limitiert und werden dann meistens einfach ins Museum oder so gestellt von irgendwelchen Sammlern. Das wollen wir nicht, Leute. Wir wollen so ein Ding fahren. Und ja, genau. Ich kann es nicht oft genug sagen. Schreibt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ist ein kürzerer Motovlog, denke ich mal, geworden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch mal wieder ein bisschen Classic. Mal einfach mal ein Thema belabern, während man ein bisschen durch die Straßen fährt. Jetzt hier leider gerade in der 30er-Zone, wo ich gerade einen Tick zu schnell war. Tut mir leid. Wir fahren jetzt noch zum Coffee to Fly. Genießen da nochmal ein schönes Käffchen am Abend bei 30 Grad. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, schöne Fahrt die ganze Zeit. Danke für euren Support. Und mit diesem schönen Sonnenuntergang und sogar ein paar Motorrädern, die da sind, ich glaube aber auch einige Chopper, verabschiede ich mich von diesem Video. Haut rein und ciao.